Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Anno 2070. Ich warte auf unser Schiff mit unserer Ladung an Rohstoffen. Wir brauchen hier unten jetzt noch zwei Algenfabriken, um die Bot-Produktion ein wenig noch anzuschubsen. Den Rest haben wir alles schon verdoppelt. Wir brauchen hier nur entsprechend zwei Algenproduktionen. Und ich gucke mal, dass ich die hier irgendwie vielleicht noch einigermaßen sinnvoll zwischenquetsche. Ich glaube fast, das wird allerdings schwierig. Werden Sie mir helfen, diese Angelegenheit zu bereinigen? Ach Mann, nee. Ich hoffe, dass Sie Ihre Entscheidung niemals bereuen. Nee. Immer noch nicht. 6. Tja, und noch einmal. Achso, wir haben natürlich auch wieder Stromknappheit. Ja, auch das noch. Super. Dann bauen wir die dorthin. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hätte ich gerne noch ein Gezeitenkraftwerk. Ah, hier hinten. Na, wunderbar. So. Sehr schön, sehr, sehr schön, denn sollte das dort auch ein wenig mehr werden, was die Bots betrifft, dann hätten wir jetzt noch die Beamer offen. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, die Beamer sind komplizierter als die anderen, was totaler Quatsch ist. Und ich glaube übrigens, da sind wir hier übrigens auch fast richtig. Was wird denn ja noch so produziert? Ha, ha, ha. Hier unten waren noch Produktionsstätten. Was ist denn das hier? Das ist doch bestimmt Diamant. Das ist Diamant. Genau, das ist hier unten die Produktion. Hier haben wir einen Abbauroboter, zwei Produktionen und einmal Diamant. Okay. Brauchen wir ja gar nicht so viel zu wetteiern. Kriegst du die Bauzeiten doch wieder verpasst. Dann würde hier praktisch noch eine zweite davon hinkommen. Und dann bräuchten wir noch einmal eine Diamantfabrik. Abbau. Ding. Dieser Auftrag ist von existenzieller Bedeutung für die gesamte Menschheit. Ja, nein. Scheitern gehört eigentlich. So. 8. Straße. So, damit hätten wir zwei Beamer-Produktionen mehr. Wir müssten nur noch die herausfinden, wo die hergestellt werden. Von wo? Ach, die werden direkt auf unserer Insel hergestellt, ja? Auf der Hauptinsel direkt. Okay. Na, denn hier hinten bestimmt irgendwo, oder? Nee. Ah! Beamer. Guckt mal, das ist ja super voll. Das ist halt fast gar nicht voll. Oh, Beamer, wir bauen noch zwei Produktionen Beamer. So. Ja, aber schaut mal. Was ist denn, was wird denn hier hergestellt? Diese Immunpräparate. Die sind für die Techs, oder? Die kriegt ihr? Ja. Und da brauchen wir... Also wir haben davon super viel. Produktionsstillstand. Robotnik-Anlage.
Irgendwie haben wir hier den Strom vergessen. Ups. Wart, ehrlich? Ich will jetzt hier aber jetzt nicht nochmal mit Ressourcen ankommen. Haben wir denn hier noch irgendwo? Dann baue ich halt hier noch irgendwo so ein blödes Windrad hin. So, bitteschön. Okay. Diese Immunpräparate, wo werden die denn hergestellt? Achso, die werden auf der Insel hergestellt. Und wo kommen die Dinger her? Hier ist die Insel hier unten. Das ist die Insel hier unten und hier ist offensichtlich. Ich habe dazu bestimmt kein Verhältnis, ne? Deswegen sieht es hier unten auch so wüst aus. Also hiervon haben wir definitiv zu wenig. Hiervon haben wir definitiv zu viel. Wer hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen? Ich baue hiervon jetzt einfach mal noch 1, 2, 3... Ich wäre fast eigentlich sogar noch angehalten, noch eine zu bauen. Aber kann da so ein extremer Unterschied sein? Na, wir gucken mal, was passiert. Noch sind wir ja nicht bei den Text angekommen. Wie sieht's denn jetzt hier so aus? Du wirst effizient gebaut. Wunderbar, das freut mich. Wie sieht's hier so aus? Okay, ich lass mal ein bisschen vorspulen, würde ich mal so vorschlagen. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, ihr habt zu viel. Sind Sie noch im Zeitplan? So, ich habe irgendwo diese Bauzellenroute und die geht jetzt hier schon die ganze Zeit lang offen. Sagt, die kommt von da unten und schmeißt sie raus. Und ich vermute mal, dass dieses Schiff einfach mal dauerhaft voll ist. Das heißt, wir sparen uns jetzt den ganzen Scheiß hier. Reißen wir es hier mal ab. So, mich würde jetzt nur interessieren, reicht das jetzt von der Menge der Leute her, die wir jetzt hier noch haben, oder halt eben nicht? Warentransport auf Handelsroute. Negativ. Die Eröffnung liegt zwar in weiter Ferne, aber wie ich die Situation einschätze, wird hier vorerst nicht weitergebaut. 2, 4 brauchen wir, okay. Tja. Ich vermute, das reicht noch nicht von unserer Häuseranzahl her. So eine Mist, die Kacke. Ja, weil wir halt hier hinten halt echt so bekloppt gebaut haben. Naja, oder ich habe hier so bekloppt gebaut. Achtung,
Produktionsstillstand. Ja, ich weiß, die Teeplantage, es ist okay. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Achtung. Bevölkerung verlässt die Stadt. Wieso habt ihr denn keinen? Habt ihr doch aber. Ganz eindeutig. Na gut. Dann habt ihr halt eben nicht. So. 1,4 haben wir gesagt, brauchen wir. Gucken wir mal, dass wir jetzt da noch hinkommen. Ich vermute aber mal, das wird nicht so einfach. Also insbesondere, weil halt... Ach, hier ist auch ein bisschen Platz zwischen. Warnung. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Wo denn? Ach Gott, einer. Ein einziger, und du sagst steigende Kriminalitätsrate. Du bist ja aber auch wirklich niedlich, komm. Ich setze hier da Polizeistation hin. Das reicht dir immer noch nicht zum Aufsteigen. Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. Scheinlich schlicht und ergreifend nicht, hören. Doch, hier kann aber irgendwas aufsteigen. Aber das wird ja niemals reichen. Doch! Das würde jetzt genau reichen! Die hier alle mal lustig einziehen würden. Wunderbar! Denn würde das hier hinten mit dem letzten Schwung losgehen? Oh. Ist das Ding jetzt auch breiter als das andere? Ich würde es schon sagen, ne? Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Achtung, Bevölkerung verlässt die Stadt. Ach, leck mich doch. Eine Schnellstraße wollte ich da gar nicht bauen. Höchste Prio. Speichern. Stil gespeichert. So, und die haben jetzt hier nämlich solche komischen anderen Dinger. Gibt die Behörde grünes Licht für die Fortsetzung der Bauarbeiten? Woher haben die denn ihre Bedürfnisse erfüllt? Hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Erfüllt denn so ein Eco-Ding? So ein Dings für dafür tatsächlich? Hätte ich ja die ganze Zeit lang schon welche da hinbauen können. Nun ja, die Kosten für ein solches Gebäude sind nicht so. Ja, ist mir egal. Das ist vertretbar. Ja, bin ich auch dafür. Naja, dann baue ich da hier schon mal ein paar Tycoons hin. Na, so. Warnung. Drohende Ölpest durch Explosion auf Ölplattform. Nicht gut. Hier unten. Haben wir hier... Items. Haben wir. Wir waren clever. Ups. So, dann stellen wir gleich nochmal so ein Ding her. Nicht, dass uns da die komplette Dings danach hochgeht. Das wäre echt ungünstig. Also eine Ölpest wollen wir jetzt hier eigentlich nicht noch haben. Schiffchen ist da. Huh, Schwein gehabt. Und guckt mal. Okalis.
Gut, Leute, es läuft. Ich lasse mal ein wenig vorlaufen und nebenbei haue ich einfach schon Häuser hin, würde ich jetzt so vorschlagen. Und zwar... Den hätte ich gerne. So. Du stehst mir da so ein bisschen im Weg eigentlich, aber na gut. Ja, guck mal, die können alle hier aussteigen. Das ist ja auch echt witzig. Von hier habe ich dieses schräg gemacht. Achtung, Produktionsstillstand. Achtung, wo denn jetzt schon wieder? Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja gut, Werkzeugproduktion ist halt auch voll, aber ich glaube, wir haben halt auch wahnsinnig viel von dieser Werkzeugproduktion tatsächlich. Wir haben doch aber irgendwo auch so eine Stadt. Ist das hier nicht so ein... Gab es da so ein globale und inselweite Statistiken? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, damit wir mal sehen, was wir hier so alles herstellen. Hier. Ah ne, doch, da kann man es eigentlich hinstellen. Feuerausbruch. Oh, stopp. Stopp. Mach doch nicht alles kaputt. Ich glaube mal, das reicht nicht, ne, wenn ich das da hinbaue. Ich glaube. Wunderbar, glaube an uns. Glaub an mich. So. Der eine ist gerade so ein bisschen gepennt da. Okay. Ach so. Nee, eigentlich wollte ich es nicht. Mann, haltet euren Klappe. Ich mache hier gar nichts für euch. So. Das heißt, dass wir eigentlich hier schon lustig, fröhlich aussteigen können. Na, dann machen wir das doch gleich, oder? Ich meine... Und hier... Entwarnung. Feuer eingedämmt. Herzlichen Glückwunsch. Zwei. Dann machen wir das so. Also, wir machen es eigentlich nicht so, sondern wir machen es natürlich so. So. Und so. So. Eden Initiative schätzt. Aha. Offensichtlich habe ich gerade irgendwas abgeschlossen. Mit dieser Variable habe ich gar nicht gerechnet. Ja, wunderbar. Ich tut mir leid, ich lese mir euch nicht mehr durch. Ich habe darauf keinen Bock mehr. So. Und jetzt müssten wir uns eigentlich um die Techies so langsam mal ein bisschen kümmern. Also Geld machen wir genug. Wir machen jetzt so oder so erstmal eine Pause. Das lage ich so vor. Genau. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal kurz dieses Statistikhaus ein. Ne? Gucken wir mal so rein, was wir denn hier so produzieren. Guti. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Anno 2070. Bis dann.